Moin zusammen, hier ist Henri. Wir sind zurück bei unserer hiberno-nordischen Königin im angelsächsischen Königreich England. Ja, und zuletzt hat es mal wieder innere Unruhen gegeben. Diese drei Herrschenden hier, angeführt vom Herzog der Normandie, sie haben eine Freiheitsfraktion gegründet und haben jetzt unserer Königin ihre Forderungen vorgebracht, die sie am Ende des Tages abgelehnt hat, weil sie es für ungerecht bzw. die hohe Lehnsautorität für gerecht und gerechtfertigt hält. Und so gibt es jetzt einen internen Krieg hier gegen den, wie gesagt, Herzog der Normandie. Rechts haben wir den Herzog von Lancaster und links die Countess von White, die in den Krieg ge oder in den Krieg ziehen jetzt gegen unsere Königin. Und ja, da steht jetzt wieder einiges unserer Königin bevor. Sie hat aber jetzt, wobei wir schauen erstmal rein, 13.000 Mann. Ich meine, sie hat ja nicht umsonst dieses Bündnis geschlossen. Und entsprechend wird sie hier ihren mächtigen Bündnispartner auch fragen, denke ich. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie gehen wir am besten vor? Es wäre natürlich schon interessant, unter Umständen hier in der Normandie zuerst zu belagern. Unser Ratsmarschall bekommt noch die entsprechende Aufgabe. Ihr seht auch, das waren alles ja, jetzt hier Aufständische, die nicht Teil des Rates sind. Und eine Sache, genau, werden wir aber vorher nochmal machen. Wir haben ja noch diesen eigentlich ganz guten Kämpfer, unseren ehemaligen Hofnarren, der unsere Königin mehrfach auf die Füße getreten ist. Und vielleicht gibt es hier die Möglichkeit für ein Druckmittel. Er verlässt den Kerker. Kommt er dann wieder zu uns an den Hof? Warten wir es mal ab. Vielleicht kann er seine Schuld jetzt abzahlen, indem er wieder für unsere Königin kämpft. Wir warten mal gerade. Ja, das Komplott ist jetzt auch beendet. So, er nimmt das an, ausgezeichnet. Und er ist aus dem Gefängnis und ist jetzt bei uns am Hof. Okay, sehr gut. Also lebt nicht wohl, sondern kämpft für uns. 8000 Mann. Aber sie gehen hier auf die Schiffe. Dann, am Ende ist es ja nur teuer, hier auch überzusetzen. Auch wenn es natürlich interessant wäre. Aber ich denke, wir sollten dann schauen, dass die sich möglichst nicht vereinigen können. Auch wenn wir jetzt natürlich schon ein bisschen wertvolle Zeit schon verloren haben. Ich denke, hier ist ganz gute Möglichkeit. Und ja, natürlich werden wir alle brauchen, die wir hier ausheben müssen. Ja, dauert ganz schön lange. Es wird schon belagert. Jetzt aber steht unsere Armee. Und die sind noch nicht auf dem Wasser. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich noch einmal hier hin marschieren. Na? Kommt ihr mit? Unser bester Mann an der Spitze. Ja, sehr gut. Okay. Können noch hier ein Dynastiemitglied rufen. Na, die Dame, mit der wir uns hier momentan in der Wolle haben, so ein bisschen, weil sie noch irische Besitztümer von uns besitzt. Nein, ich denke, das werden wir jetzt erstmal nicht tun, sondern wir werden hier dann rüber marschieren und unser Königreich verteidigen. Und ein Ränkespielvorzug ist wählbar. Gedeiht im Chaos. Kriegsführung pro Anspannungsstufe. Ja, hat sie jetzt nicht wirklich. Finstere Erkenntnis. Okay. Ja, ich fürchte, also hier diese Aufständischen wollen nicht sozusagen in die Fänge unserer Königin geraten. So, hier geht schon unser Verbündeter an Land. Also diese Schlacht in 8 Tagen. Ihr braucht noch wie lange? Auch 8 Tage. Ach. Und wir 8 Tage. Oh, ich hoffe sehr, dass unsere Armee dort zuerst reingeht.
Und wir dann nicht hier mit dem Verschiffungsmalus kämpfen müssen. Wann seid ihr an Land? In einem Tag. Oder gleicht sich das im Zweifel dann aus? So, das meldet sich die Tane Christina von Portsmouth. Da konnten wir zuletzt einen Streit schlichten. Und sie will uns Geschenke darbringen. Wollte sie nicht schon. Wie Geld hat die? Viel. Soll sie mal in ihre Stadt investieren? War das nicht auch diejenige, die für das Festmahl bezahlen wollte? Gut, wir arbeiten das Prozedere durch und wenden uns dann hier wieder unserem Krieg zu. So, jetzt schauen wir mal. Oh, eine große Schlacht ist das. Minus 7. Okay. Kürzlich verschifft auf beiden Seiten. Also das gleicht sich aus. Okay, ärgerlich. Ja, hier der König von Westfranken war zuerst. Deswegen führt er auch an, was auch ein Nachteil ist, weil unser wäre deutlich stärker gewesen, unser Befehlshaber. Devon wird belagert, okay. So, dann schauen wir, jetzt geht es nochmal hier um eine Feier in Wölpe. Es geht ja immer noch hier um König Ewald. Munjadon hat mir erzählt, dass es bei einem örtlichen Fest in Wölpe, dem Heim von König Ewald, Schwierigkeiten mit dem Geld gibt. Wenn das Fest abgehalten wird, würde es viele Menschen in die Gegend locken. Hochgestellte wie Niedere, die beste Gelegenheit für eine Unterwanderung. 200. Örtliche Infiltration. Das ist viel jetzt momentan in dieser Kriegssituation, in der sich unsere Königin befindet. Ich würde sagen, so klug ist sie dann doch, das jetzt in der aktuellen Situation. Also wäre jetzt Frieden, dann würde sie sicherlich investieren, aber in dieser aktuellen Situation hat König Ewald Glück. So, und diese Schlacht hier ist jetzt gewonnen. 4000 Verluste oder 5000 sogar zu 1200 auf unserer Seite. Schauen wir mal auf die Ritter. Haben wir da einen verwunden können? Oh, aber auch deutlich mehr Ritter hier auf unserer Seite. Okay, das war doch schon mal sehr erfolgreich. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Hier sind noch welche an Land gegangen. Dann werden wir dahin weiter marschieren. Und die erstmal fliehen lassen, wohin auch sie fliehen wollen. Ja, die haben jetzt keine Chance. Die werden es nicht schaffen, hier die Steilküste herunter zu flüchten. Versuchen sie weiter. Ein Bauernaufstand, das muss hier im fernen Iberien sein. Ja, sie versuchen noch immer weiter, aber wo sollen sie hin? Haben sie nicht mal irgendwelche Vorteile? Das wird ein Massaker werden. Plus 33. Jetzt sind auch wir zuerst. Ja, ich sag's doch. Komplett aufgerieben. Oh! Und einen Gefangenen gemacht hier. Ist er damit auch aus dem Krieg automatisch raus? Nein. Können wir jetzt in der Zwischenzeit schon. Nee, wir sind mit ihm im Krieg. Dann können wir nichts machen. So, die Lagerköche sind gebaut. Das war ja auch eine militärische Investition. Das wird uns helfen. Tja, und wo wollen sie jetzt hin? Sie gehen jetzt hier aufs Wasser. Ich denke, wir marschieren erstmal zurück und werden dann schauen, was unsere Boten uns berichten. Wir gehen jetzt hier wieder an Land. Es gibt einen Komplott bei Hofe. Unsere Tochter hat da was erfahren. Aha. Und ist er jetzt offensichtlich sicher hier bei uns im Gefängnis? Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet einen Komplott, um Herzog Edric zu ermorden. Herzog Zacharia ist auf jeden Fall ein Rivale von ihm. Naja, unter Umständen ist er da. Momentan bei uns im Gefängnis sogar recht sicher. Wir müssen diesen Übeltäter aufhalten. Naja, ich weiß nicht, ob unsere Königin das gerade so sieht.
Oh, und diese Fehde geht weiter. Weil Judike Gelder gefoltert hat. Spen schlägt ein wenig in unsere Richtung aus. Wessex gleich auf mit Idulfing. Vielleicht sollten wir mal schauen, wen es da noch so gibt. Ehrlicherweise ist mir immer noch nicht ganz klar. Hausfehde. Derzeitige Lage. Danach habe ich schon mal gesucht. Wo ist denn bitte die derzeitige Lage? Das wird ja bei unserem Haus. Reich berühmt. Tja. Gut, müssen wir mal schauen, wo die derzeitige Lage angezeigt wird. Das werde ich mir sonst bei Gelegenheit nochmal anschauen. So, die haben wieder ihre Erfahrung erhöht. Das ist sehr schön. Und die wollen jetzt hier an Land gehen, auf dieser Landzunge. Ob das so die beste Entscheidung ist, ich bezweifle es. Und ein weiteres Kind unserer Dynastie ist geboren. Ja, jetzt wo er die Königin nicht für sich gewinnen konnte, hat er sich wieder der Tochter zu gewandt und sie bleiben der Tradition treu. Auch sie soll Elf-Efflet heißen. Elflet. Und damit ist sie Elflet, Tochter von Elflet, Tochter von Elflet. Das scheint sich ja irgendwie tatsächlich als eine Art Tradition fortzusetzen. So, und hier dieser Fürstbischof hat jetzt Meinung von uns gewonnen. Ach, der gute Mann aus Wesker. Unser Erzbischof hat da erfolgreich interveniert, der immer noch verwundet ist. So, wir marschieren hier aber weiter. Und jetzt geht's um die Grenzen der Gehässigkeit. Unsere gerechtfertigten Schritte gegen Idulfing sind nicht unbemerkt geblieben. Inzwischen ist es so gut wie sicher, dass sie das Vorgefallene bereuen. Obschon solche Kreaturen weder Mitleid noch Gnade verdienen, ist die ursprüngliche Kränkung nun vergolten. Es könnte nicht in unserem besten Interesse liegen, diesen Streit auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Standhafte Familie. Diese Familie steht in dem Ruf, in jedem Disput genauso gut einstecken wie austeilen zu können. Tja, ehrlicherweise könnte man ganz gut argumentieren, dass sich das ein Stück weit im Sande verlaufen hat. Denn, ja, so richtig was passiert, ist da in dem Zusammenhang zuletzt auch nichts. Ich denke, wir können die Fehde beenden und er bleibt dann unser Rivale, wenn auch nicht mehr Erzrivale. Sehr gut. So, Schlacht in 25 Tagen. Sie haben ihren Malus jetzt schon verloren. Ja, den werden sie dann los sein, aber. Ja, sie kommen aber auch nicht mehr davon. Klar, Versorgung ist bei uns ein Problem, aber 50% und sie stehen da jetzt und ihrem Schicksal entgegenzutreten, oder? Ui. Oh, jetzt geht's aber los. Und wir haben eine wertvolle Geißel gemacht. Sehr, sehr gut. Erst einmal ist aber, und das müssen wir uns anschauen, der ehemalige Herzog von Lancaster in unserem Kerker verstorben. Starb in Gefangenschaft tatsächlich am Ende des Tages. Und sein Sohn, den wir aber auch gefangen genommen haben, ist jetzt hier
der neue Herzog von Lancaster und es ist gleichzeitig auch Judith, die Herzogin von Cornwall, gestorben. Ja, diese beiden Frauen hatten ein irgendwie spezielles Verhältnis. Huch, wen hat sie sich denn da noch zum Mann genommen? Sigaret, sondern auch ein Wessex, ein 16-jährigen Albino. Geerbt hat hier jetzt Herzog Ethelwald. Oh, der ein ganz hervorragender Spitzel wäre. Okay. Gut, ich denke, zuallererst können wir diesen Krieg hier beenden. Wir werden die Forderung erzwingen, so sei es, werden unsere Armee auflösen. Damit ist das mit dem Geld dann auch kein Problem mehr. Und wir werden hier die Aufgabe wieder ändern. Dann werden wir mal schauen nach einem Ratskanzler. Unser Hofmusikant. Herzogin von Mercia. Wie würde unsere Tochter sich da tun? Nicht besonders gut. Ist aber keine mächtige. Ich denke, da warten wir nochmal ab. Unsere Königin hat ja jetzt ohnehin nochmal einiges zu tun. Und es wird hier jetzt einige Strukturierungen geben. Ein neues Artefakt ist auch dazu gekommen. Das Speer von Dubgall. Okay. Das wird natürlich weiter Alfreds Schwert getragen. So, hat sich eine Fraktion noch aufgelöst. Sehr gut. Jo, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier... Oh Gott, so viele Gefangene. Also, zuallererst einmal wird ihm selbstverständlich der Titel aberkannt. Und zwar sämtliche Titel und er hat keine Chance und wird das Ganze annehmen. So sei es. Dann wird jetzt hier auf jeden Fall mal der Sadismus unserer Königin durchkommen. Und sie wird ihn foltern. Und sie hat Kampfgeschick erhalten. Und dann wird er als Aufständischer. Gibt es die Möglichkeit? Ach, er wurde unlängst gefoltert, dann geht es nicht. Naja, sein Pech, dann muss er damit erstmal weiterleben. So, auch hier wird der Titel aberkannt. Das werden wir annehmen und auch sie wird dasselbe Schicksal ereilen. Hat jetzt unsere Königin aber... Hat sie doch durchgeführt, oder? Okay, stand jetzt nichts. So, wen haben wir hier noch? Irgendein Kämpfer. Er stirbt sowieso gerade. Fulk. Ein 60-jähriger Kämpfer, der ist doch auch für nichts mehr zu gebrauchen. Sexret. Er ist immer ein aufstrebender Schwertmeister. Können wir den als Kämpfer vielleicht gebrauchen? Billy, er ist hinterlistig, ein bisschen gefährlich. Harkon, ach, der ist irgendwie unbedeutend. Hier gibt es noch einen Earl, der 75 Jahre alt ist. 50 Gold. Und ja, könnte man das als eine Art Reparationen verstehen. Ich meine, ja, er hat auch gegen sie gekämpft, aber am Ende des Tages ist er unbedeutend. Also ich denke, da wird sie das Lösegeld fordern und damit ist gut. Und was passiert mit ihm? Tja, er hat an der Seite seines Vaters gegen uns gekämpft. Auch ihr, fürchte ich,
Ah, das allerdings wäre Tyrannei. Das ist der Herzog von Lancaster und von Northumbria. Also wenn das ganze Tyrannei ist, unsere Königin ist ja durchaus gerecht, dann denke ich, wird sie das nicht machen. Aber am Ende des Tages denke ich, wird er bleiben, wo er ist. Denn so stellt er erstmal keine weitere Gefahr dar. Gut, dann warten wir mal kurz ab. Warum immer alles kompliziert machen? Mit der guten alten Streckbank kann doch nichts mithalten. Das Geräusch von brechenden Knochen und reißenden Sehnen ist einfach unvergesslich. Und doch nicht so unvergesslich wie der Schmerz, den Egbert bald erleben wird. Oh, der süße Kuss der Peitsche. Sie mag unschuldig aussehen, doch sie kann das Fleisch ebenso leicht vom Knochen trennen wie ein Messer. Eine Wahrheit, die Wulf Gifu bald am eigenen Leib erfahren wird. Sie wird wohl eine ganze Weile auf dem Bauch schlafen. So, was ist jetzt hier mit anderen? Sexret ist jetzt schon im Kerker gestorben. Was haben wir hier? Achso, dem hatten wir das doch angeboten. Ja, dann soll er gehen. Und die anderen werden bleiben, wo sie sind. Haben wir jetzt hier die Möglichkeit? Jetzt haben wir die Möglichkeit. Und damit wird das Ganze hier noch vollzogen. Und selbes Schicksal ereilt auch sie. Ein abschreckendes Beispiel für andere mögen sie sein. So, jetzt schauen wir nochmal. Er ist unbedeutend, er stirbt bald. Die sind unbedeutend, der Prinz. Und er bleibt im Gefängnis erst einmal aus Sicherheitsgründen. Gut, dann haben wir das hier erfolgreich beendet. Sind natürlich jetzt. Oh, wer kann hier noch Lösegeld einbringen? Dann 10 Gold für diese unbedeutenden. Ja, ich meine, warum nicht? Fulk, er war doch eh der, der jetzt. Dann soll er uns nochmal vorher. Kann er wenigstens in Freiheit sterben. Und er bezahlt für Hakon. Ah, das ist ein feiges Huhn, da passiert nichts. Gut, nur der Herzog selber. Er bleibt, wo er ist. Okay, dann sind wir natürlich mächtig über der Domänenschwelle und werden da erstmal ordentlich sortieren und das Reich wieder, ja, vor allem auch ein Stück weit neu sortieren müssen. Das werde ich wie gewohnt ein klein wenig vorbereiten. Das werden wir uns dann anschauen. Können wir eigentlich ein Festmahl, können wir noch nicht wieder machen? Ist erst wieder möglich. 46. Das ist aber im nächsten Jahr im Mai. Okay. Wunderbar. Gut. Ja, dann war das tatsächlich hier am Ende des Tages doch ein verzweifelter Versuch dieser Fraktion. Und ich glaube, dass tatsächlich auch hier die Unterstützung aus dem Westfrankenreich am Ende des Tages. Also die Kriege werden sicherlich etwas schwieriger oder die Schlachten wären etwas schwieriger verlaufen, aber ich glaube, am Ende des Tages wäre es vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Aber auf diese Art und Weise hat unsere Königin jetzt hier ihre Macht untermauert und hat vor allem untermauert ihre hohe Lehnsautorität. Ja, jetzt schauen wir mal, was hier noch passiert. Da dürfen wir auch gespannt sein, wie die Königin von Wales auf unsere Forderung hier reagiert, ob sie ja, dem Ganzen zustimmen wird. Ansonsten haben wir hier, naja, durchaus auch nochmal einen Konflikt in unserer Nachbarschaft. Okay. Aber wie gesagt, einmal die Neusortierung des Reiches und wie es dann hier mit diesem De-Jure-Konflikt mit Wales weitergeht, das schauen wir uns
in der nächsten Folge an. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.